Bei einem diakonischen Arbeitgeber zu arbeiten ist mir wichtig, weil es einfach, es fühlt sich an, wie wenn du in einer Familie bist. So wirst du auch behandelt. Du lernst viel, du lernst unterschiedliche Felder kennen. Du lernst auch viel von den Seminarleitern, auch von deinen Anleitern. Du hast viele Ansprechpartner. Und natürlich hat das natürlich auch was mit dem Glauben zu tun. Was mir an Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall sehr, sehr gut gefällt, ist, finde ich, dass das ein ganz arg familienfreundliches Haus ist. Ich kenne ganz viele Ärztinnen, junge Ärztinnen, die gerade ein Kind gekriegt haben. Ab einem Jahr können die Kinder in unserem eigenen Kinderland schon dann untergebracht werden. Und wenn dann halt mal das Telefon klingelt, heißt das Kind ist krank und die Mama muss dann mal heimgehen. Das ist immer in Ordnung, das wird immer organisiert, die Kollegen tragen das mit und das ist einfach auch schon so angelegt im System, ja, dass die Organisation das mit einplanen und das auch gut heißt. Zum Beispiel in der Pflege fällt es mir auf, dass man einfach so unter Stress steht und einfach die Wut, die man vielleicht woanders abkriegt, dass man sie dann selber an der Nächste weitergibt. Am Schluss gibt es so eine Versammlung und da entschuldigt man sich nochmal, sagt man, tut mir leid, ich war voll im Stress und ich wollte nicht gemein zu dir sein oder böse oder wie auch immer. Da wird dann auch ganz locker mit umgegangen eigentlich und niemand nimmt es dann wirklich so persönlich dann einfach auch. Ich habe ja Probe gearbeitet für meine FSJ-Stelle und da war die Mitarbeiterfreundlichkeit oder Familienfreundlichkeit insofern gegeben, dass ich mich sofort total zu Hause gefühlt habe, als ich dort angekommen bin, sofort begrüßt wurde, mit Vornamen gleich vorgestellt, dass man gleich per Du war und auch sofort Verantwortung auch übergeben wurde, aber angemessen. Ich würde gerne bei einem diakonischen Arbeitgeber arbeiten, weil sie zum einen schon sehr familienfreundlich sind, darauf achten, dass die Mitarbeiter untereinander sich wohlfühlen, miteinander sich wohlfühlen, in ihrem Beruf wohlfühlen. Das habe ich selbst schon erlebt. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, ob er zu einer kirchlichen Einrichtung gehören möchte oder nicht. Ich persönlich finde die Diakonie super. Einfach, weil du gut aufgehoben bist und auch empfangen wirst, wie jeder andere auch, ganz normal und freundlich.